Seit er im September 2021 zum ersten Mal die Giovanni Zarella Show im ZDF moderieren durfte, gilt Giovanni als TV geadelt. Denn mit dieser eigenen Samstagabend-Show ist er im Olymp der Fernsehunterhaltung angekommen. Doch all seine Erfolge sind dem mit Gold und Platin mehrfach ausgezeichneten Solokünstler offenbar längst nicht genug. In unzähligen Unterhaltungssendungen ist der zielstrebige Entertainer auch selbst zu Gast. Mal ist er als Co-Moderator an der Seite von Andrea Kiewel im ZDF-Fernsehgarten zu sehen, dann in einer Quizshow. Gefühlt scheint er jede Woche auf Sendung zu sein. Doch dabei läuft er Gefahr, dass die TV-Zuschauer seiner überdrüssig werden. Mehr noch, als neuer Coach bei The Voice of Germany schießt er übers Ziel hinaus. Um die Gunst der Gesangskandidaten zu gewinnen, scheint Giovanni im Kampf gegen seine Mitstreiter Bill und Tom Kaulitz, Shirin David und Ronan Keating jedes Mittel recht zu sein. Mal verlässt er die Bühne, um backstage die Mutter einer 17-jährigen Kandidatin zu umgarnen, ein anderes Mal grätscht er in die Entscheidung eines Kandidaten, um mit ihm zu singen. Auch Neckereien und fiese Sprüche kann sich der Halb-Italiener nicht verkneifen. Dabei sagte er selbst erst kürzlich in einem Interview auf die Frage, was magst du an dieser Show? Ich mag an The Voice, dass die Talente sehr ernst genommen werden, man respektvoll mit ihnen umgeht und es zunächst nur um die Stimme geht. Für Zarella hagelte es allerdings Kritik, weil er sich selbst so in den Vordergrund spiele. Zarella hat eine sehr unangenehm dominante Art und wie sich Giovanni immer aufdrängt, waren nur zwei der Kommentare von Zuschauern. Ein weiterer Rückschlag, die Show hat gerade mit nur 1,37 Millionen Zuschauern ein neues Quotentief erreicht. Damit gerät auch seine eigene Karriere in Gefahr. Er darf sich keinen Fehler mehr erlauben. Vom hochgelobten Shootingstar zum gefallenen Musikengel ist es oft nur ein kleiner Schritt.